blutrote Rosen. Nazi. Wie bitte? Haben Sie mich gerade als Nazi beschimpft? Na, Sie sind doch einer. Das ist ja eine Unverschämtheit. Nur weil ich in der NSDAP und in der SS bin, bin ich noch lange kein Nazi. Wahrscheinlich bin ich auch noch rechtsextrem, oder was? Ja, aber was sollen Sie denn sonst sein? Ich bin vielleicht ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Hey, Sie da? Sehe ich etwa wie ein Nazi aus? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Na, sehen Sie? Aber der ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, hm? Nazis, 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 lauter Nazis. Wenn einem die Argumente ausgehen, dann holt man schnell mal die gute alte Nazi-Keule raus. Das hat doch nichts mit Nazi-Keule zu tun. Sie machen sich das Leben sehr einfach. Nur weil jemand die Mainstream-Meinung nicht teilt, ist er gleich ein Nazi. Aber Nazi sein ist doch längst Mainstream. Ihr Nationalsozialisten seid an der Macht. Ach ja, ich vergaß. In Ihrer Welt sind ja alle Nazis. Der Führer ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, was? Ja. Jetzt reicht's aber. Führerbeleidigung. Mitkommen. Das sind jetzt über... Ja, ja, ich weiß. Nazi-Methoden. Blutrote Rosen sollen dich umkosen. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben.